Einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße euch zum Jahresabschlussangeln. Wie ihr seht, ich hoffe, ihr versteht mich gut. Ist ja ein schön windig. Ist ziemlich frisch heute. Der Plan ist nochmal Zander und vielleicht Quappe. Mal gucken. Da ich ja aktuell mit Frauchen mal unterwegs bin, haben wir natürlich vier Ruten zur Verfügung. Und werden mal gucken, eine oder zwei Ruten mit Tauwurmbinde und zwei Ruten mit Köderfisch. Ja, so ist der Plan. Ich hatte eigentlich vorgehabt, zur Oder zu fahren, nochmal, also zwei Ansätze zu machen, einen am Kanal und einen an der Oder. Aber die Oder werde ich mir jetzt erstmal verkneifen. Der Salzgehalt ist aktuell immer noch sehr, sehr hoch, also 400-fache höher als, ich sag mal, normal. Da sehe ich als schlecht eine Möglichkeit, irgendwie auch den Fisch zu überzeugen, dass er mal das Licht ablenkt. Ja, werden jetzt so, ich glaube, 3 Nächte oder so. Und ja, lassen wir uns überraschen. Montage ist wie immer. Also ein Zerhaken bei Tauwurm, Köderfisch, kleiner Drilling. Und dann gucken wir mal. Vielleicht mache ich einen Fetzenköder. Also ich bin da ziemlich weltoffen diesmal. Montage ist wie immer an die Tänge. Dadurch, weil es jetzt sehr windig ist, bin ich auf 90 Gramm Strömungsblei gegangen, weil du doch von aktuellen sehr hohen Wellen jagen kannst, sag ich mal. Damit es auch wirklich da unten liegen bleibt. Ja, und dann schauen wir mal, was uns die nächsten paar Nächte so bringen. Also Heizung ist also jetzt Pflicht, wenn man sowas macht. Nochmal, kauft, wenn ihr Heizung kauft, mit Sauerstoffabschaltung und Thermostat, was schon bloß einregelbar ist. Ich kann es immer wieder wiederholen. Es ist wirklich, es funktioniert und man kann sich damit viel Ärger ersparen. Aktuell ja schon wieder jemand beim Angeln verschwunden und das muss man einfach nicht haben. Also vorhin war hier auch jemand mit dem Boot wieder auf dem Kanal, aktuell ist auch noch ein bisschen Eis. Da scheint sich ein Loch in sein Plastikboot gerammt zu haben. Also man soll immer überlegen, was man da macht. Nicht jeder Fisch ist es wert, sich ums Leben zu bringen, sag ich mal. Man muss dann mal sagen, verzichtet man auf einige Sachen. Macht das, was möglich ist. Gut, ich hoffe, wir sehen uns dann nachher. Wird jetzt alles fertig machen. Aufgebaut ist soweit alles. Und dann werden wir, was wir hier so zaubern können, zum Jahresende. Und viel Spaß. Wa? Damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Also ist ein schöner Rapfen. Hat auch hier gebissen auf eine Plätze mit ein bisschen Krabbenöl gepimpt. Also zumindest entschneidert. Ich hoffe, dass ich hier vielleicht noch einen Zander oder eine Quappe verhaften kann. Ist ja noch Zeit. Also hat sich ja doch schon jetzt mal gelohnt. Also ich hätte jetzt aktuell meine Wassertemperatur von 2 Grad mit Rapfen und Köder, also Rapfen und Köderfisch auf Grund. Also überhaupt nicht mit gerechnet.
Hallo, heute mal den Abschluss von zu Hause. Jo, also, der Ansitz ist vorbei. War nicht so berauschend. Aber ich sag mal, um die Jahreszeit ist das okay, Wunder bei dem wechselhaften Wetter. Ja, kurzes Schlusswort. Ich wünsche euch alle einen guten Rutsch, ein neues Jahr. Wollte mich auch nochmal jetzt ganz persönlich bedanken für die Treue, die ihr mir erhalten habt im letzten Jahr. Ihr hört, ich bin ein bisschen verschnupft, aber das ist, wenn man draußen sitzt, passiert hat. Ja, die mir die Treue erhalten haben. Ab nächstes Jahr läuft es dann wieder in gewohnter Manier. So wie ich Urlaub habe, so werde ich euch dann auch weiter mit meinen, ja, wie soll ich sagen, kleinen Angelabenteuer in realistischer Form weiter, ja, informieren, euch begleiten, wie soll ich sagen, dürft oder könnt ihr mich weiter begleiten, sagen wir es mal so. Ich werde jetzt auch nicht rausschneiden, ich lasse es drinnen. So einfach ist das. Ja, könnt ihr mich weiter begleiten. Nochmal ein herzlicher Dank. Bin zufrieden. Bin auch über die Kommentare zufrieden. Ab und zu ist mal einer bei, der sich ein bisschen mokiert. Aber gut, ich sag mal so, es wird weiter so bleiben, realistische Filme zu produzieren. Als Laie, sage ich immer, ich bin ja kein Profi. Wie viele wissen, habe ich ja einen normalen Job. Ich mache das also nur für mich persönlich, ja, weil ich Spaß dran habe, um das euch zu zeigen, wie wirklich realistisch das Angeln ist. Ich sage mal, es gibt hier noch Filme, wo 100 Fische gepostet werden oder gezeigt werden und wo dann das so aussieht, als wenn es am einen Ansitz passiert ist. Ich werde auch weiterhin Filme machen, wo, ich sag mal, wenn Schneidertag ist, ist Schneidertag oder Schneiderwoche, sagen wir es mal so. Wie gesagt, ich möchte es weiter so realistisch machen wie nur möglich. Ja, werde auch nur in Zukunft auch weiterhin dazu handhaben, dass ich nur Sachen empfehle, die ich selber fische. Wie gesagt, ich mache es als Hobby, es steht keine Firma hinter mir, niemand, ich mache das alles aus freien Stücken. Und dann kann es durchaus mal passieren, dass dann eben nach 1 oder 1,5 oder 2 Jahren erst eine Empfehlung für ein Produkt kommt. Wie gesagt, selber testen ist die Devise, ich finanziere das auch alles selber, also habe ich da auch kein Problem und wenn es schlecht ist, dann wird es eben auch gesagt. Gut, jetzt nochmal zum Schluss. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch, ein neues Jahr. Wir sehen uns dann im neuen Jahr wieder, in hoffentlich neuer, fitter, frischer Manier. Wie gesagt, es wird sich dann wieder ein bisschen alles einpegeln. Ein Jahr haben es ja mitbekommen und man wird nicht jünger und das ist halt so. Ich werde es jetzt noch so lange machen, wie ich es machen kann. Und ja, ich freue mich dann, wenn er mich weiter begleitet. Wa? Also, einen guten Rutsch, ein neues Jahr. Vor allen Dingen alle viel Gesundheit, stramme Schnüre, viel Spaß am Wasser. Erholung soll da eigentlich im Vordergrund stehen. Und alles andere ist so Beiwerk, sagen wir mal so. Gut, jetzt aber wirklich Schluss, wie immer. Tschüss, tschüss, guten Rutsch und dann sehen wir uns im Jahr 2023 wieder. Gut, tschüss, tschüss.